Oder für die letzte Wortmeldung vom Herrn Abgeordneten Ruben Ertl-Schweiger. Geschätzter Herr Präsident, werter Herr Bundeskanzler, werter Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Glauben Sie wirklich, dass das irgendwen interessiert, wenn Sie sich da gegenseitig die Schuld zuschieben und sagen, der ist schuld, der ist schuld, der ist schuld? Das ist ja vollkommen sinnlos. Für den Menschen, für den Steuerzahler, für den geplagten österreichischen Steuerzahler steht einfach fest, wir haben ein Hypo-Alpe-Adria-Debakel und das kostet uns, keiner kann es noch beziffern, 20 Milliarden Euro. Das ist ein Faktum, meine Damen und Herren. Die Zeche zahlt, der Steuerzahler, die Zeche zahlen wir alle. Und das Problem an dem Ganzen ist, dass durch diese jahrelange Schönfärberei und durch diese Untätigkeit, gepaart mit einem Versagen aller Kontrollorgane, der Schaden ja noch maximiert wurde. Das ist ja, das macht ja die Wahrheit, die Menschen in Wahrheit sprachlos und hier greift sich in Wahrheit jeder normale Mensch auf den Kopf. Und wenn uns die Regierung die geplante Steuerreform jetzt da so als großen Meilenstein verkauft, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir das kurz gegenüberstellen, 20 Milliarden Hypo-Alpe Adria, geplante Steuerreform bringt 5 Milliarden, geht sich also viermal aus, dann fällt mir einfach nur eines ein. In Österreich, meine sehr verehrten Damen und Herren, regiert die Losmentalität. Mutlos, visionslos und am Ende hilflos. Und ich unterstelle den handelnden Akteurinnen und Akteuren in der Regierung gar nicht ambitionslos. Das unterstelle ich Ihnen gar nicht, weil ich glaube, dass Sie durchaus gute Ansätze haben und auch etwas weiterbringen wollen. Nur Sie scheitern halt immer wieder mit Reformen in Ihren Parteiapparaten und beißen sich dort die Zähne aus, wenn Sie das Wort Reform auch nur andenken. Aber genau das ist es, meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir brauchen. Wir brauchen ein Reformdenken, weil alles andere wird uns über kurz oder lang auf den Kopf fallen. Wir brauchen eine Mentalität, eine Reformmentalität, die auch die heißen Kartoffeln angeht. Und jeder in diesem Hohen Haus weiß es. Wir brauchen eine Pensionsreform, wir brauchen eine Steuerreform, die diesen Namen verdient. Wir brauchen eine Gesundheitsreform, eine Bildungsreform, eine Föderalismusreform. Hier liegen die Konzepte alle in der Schublade. Wir müssen uns nur trauen und es umsetzen. Und die Steuerreform, liebe Kolleginnen und Kollegen, mag ja gut gemeint sein. Das ist aber nichts anderes als eine Umschichtung. Kollege Strache hat es heute richtig gesagt. Die wahren Probleme in der Republik werden nicht angegangen. Das ist es so. Und leider hat man die Steuerreform nicht dazu genutzt, obwohl man so lange verhandelt hat, hier wirkliche Weichenstellungen vorzunehmen. Denn auf dem Gebiet der Gegenfinanzierung ist man extrem reformunwillig gewesen, hat extrem mutlos agiert und hat wieder nur die eigene Klientel befriedigt. Und das, meine Damen und Herren, bringt uns nicht weiter. Und überall, von allen Maßnahmen, die wirklich signifikante Einsparungen gebracht hätten, jedoch den mächtigen Lobbys von SPÖ oder ÖVP Privilegien genommen hätten, hat man Abstand genommen. Und eines zum Schluss, meine Damen und Herren, wenn die Registrierkassenpflicht und die Sekiererei unserer Wirte wirklich die größte Sorge ist in diesem Land und wir wirklich das größte Potenzial ordnen, dann wissen wir, was es geschlagen hat. Danke.